Palencia Castle Warehouse. Nadine, oh Gott. Dann sind wir hier zurück. Dann wollen wir mal schauen, was abgeht. Was geht hier eigentlich ab? Fragen wir uns. Und hoffen auf eine Antwort. Listen. Someone's coming. Oh oh. Jetzt pass auf. Jetzt kommt irgendwas Dreckiges. Irgendein dreckiges Geheimnis. Oh Gott, das sind ja Türen. Mit Nummern. Oh Gott, was ist das denn für einer? Hallo? Wer bist du denn? Ein Schaffter des Wissens. Oh, zwei Schaffter des Wissens. Oder? What the fuck is going on here? Mein Gott, bis die mal alle zusammenkommen hier. Stay close and don't make a sound. Come on. Jetzt wird es spannend. Wir gehen in Tür Nummer 1. Ich hoffe, der Zonk wartet da nicht auf uns. Jesus, Maria, bis die alle hier drin sind. Ah, nee, Nummer 4 ist es. Tür Nummer 4. Basement Elevator. Oha. Oh, Technik. Harte Technik. Was geht ab? Okay, there's no turning back now. Oho. Wahnsinn. Da geht's tief in den Abgrund. Wuhu. Okay. Was erwartet unsere Gruppe hier in diesen tiefen Abgründen? Mal wie lustig Iga läuft. Gogan lässt sich ganz viel Zeit. Basement Biolab. Oh Gott. Ein Untergrund-Biolabor. Oha, okay. Uiuiui, das sieht natürlich sehr laborisch aus hier. Das sind die Schaffler der Wissung sind da. Sehr schön. Und wir betreten den Raum. So, Kamera schon wieder hoch. Sehr schön. Hallo! Ja. Gell? Da rennt er weg. Und der andere auch. Was treibt ihr hier, Böswilliges? Oh, das ist so ein Viech da hinten drin, ne? Scientist, how did you get in here? I demand to know. Ja, get out. You two, inform Andal of this intrusion immediately. Tja. Gell, schick das weg. Well, 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 there is only one possibility. You must be the boy from Twoville of which Andal spoke. Genau der bin ich. This must be your misguided attempt to free the Fire Guardian. Of course, your plan shall fail utterly. Das wollen wir nochmal sehen jetzt. Oh, was macht er? Oh Gott, er wird zum Hulk. Iii! Wow, krass. Geht. Setup Equipment. Lass uns mal kurz drüber schauen. Cool drüber schauen, ist auch nicht schlecht. So. Da. Okay, nichts Neues da. Dann lass uns anfangen. Oh Gott. Jetzt müssen wir gegen dieses eklige Drachenviech kämpfen. Ich hoffe, ist der jetzt ganz alleine da? Ach nee, guck, da sind noch ein paar Gesellen, die ihm helfen wollen. Okay, okay. Ja, das macht eure Züge, dass ich hier weiter voranschreiten kann. Boah, ey, hat das komische Zeug gesoffen. Ich geh mal hier hin und verwandelt sich hier prompt in einen Drachen und fliegt uns entgegen. Ich hoffe, der ist nicht. Ich hoffe, ich bin stark genug hier gegen diese ganze Pracht an Monstergewalt. Oh, mal schnell ein bisschen Hilfe herzaubern mit die Kalkas oder wie die Dinger heißen. Hab jetzt gerade wieder nicht gelesen, nicht gesehen. Springe ich mal über den Popo hier drüber. So, Tosh. Tosh ist, glaube ich, der stärkste von allen, also stärker noch als Ark. Was haben wir denn hier noch überhaupt alles? Muss ich mal auschecken, was das alles ist überhaupt. Die ganzen Fähigkeiten, die da habt. Nicht einmal eine benutzt oder vielleicht einmal, aber. Ja, das muss ich bei Gelegenheit mal probieren. Auf Entfernung geht da, glaube ich, nichts. Nee. Doof. Oh Gott, da kommt... Naja. Hilfe, Divide. Oh Gott. Zerteilen. Oder teilen. Oh fuck, Tosh ist schon fast tot. Der kniet schon. 58. Oh fuck. Okay. Oh, jetzt macht er auch noch Divide. Oh, natürlich. Aber zumindest bei den Stärksten von uns. Das ist ja schon mal was. Okay. Ja. Oh Gott, die kommen alle immer näher. Diese ekligen Blubberviecher hier, sollten eigentlich ein leichtes Spiel sein. Und die Typen auch. Also diese Zauberer, diese Divide-Zauberer. Weil, das sollte
Die sollten anfänglich sein gegen physische Kräfte. Ich werde mal kurz den Toshi heilen, weil der schon einiges gelostet hat an Energie. So, Killax heißen die. So, Killax auch mal hier schön auf Arc, der ja auch schon eingebüßt hat. Dann können wir jetzt bitte unseren ersten Angriff starten, das wäre mal angenehm. Gogan, so. Gogan, was hast du zu bieten? Thunderstorm. Gehen wir auf dieses Blutbrickle etwas. So. Bam. 40. Das ist schon gut, aber ich hätte mehr erwartet. Chongara. Komme ich nicht weit mit. Poco ist völlig eingekeilt. Toll. Aber er könnte mal hier noch was für die Gruppe allgemein tun. For the Speed. A little Speed Update wäre nicht schlecht. Okay. Na gut, ich glaube, ich werde hier mal den Kampf unterbrechen dann gleich. Und wir werden wieder einsteigen, wenn ich kurz vor dem Ende bin, zu gewinnen. Weil ich glaube, das wird hier ein Weilchen dauern. Wieder mal. Und das möchte ich euch nicht antun oder euch nicht zumuten. Da ist doch sich schon relativ oft wiederholt. Oh, schauen wir das uns aber noch an. Deathwing, oh Gott. Was kann der? Todesschwingen, okay. Von Chungawa war ja nicht viel. Bam. Oh, 24 sieht aber auch nicht viel ab. Oh, die holen ihren Lightsaber wieder raus. Okay, okay. Ja, gut. Jetzt haben wir eine schöne Aktion von dem Gegner gesehen. Und ja, dann sage ich mal, wow, bis gleich. Und das machen wir wieder zurück im Spiel. Und ja, den großen, dicken Drachenhäuschen habe ich jetzt schon gekillt. Leider war es mir nicht mehr möglich, das aufzuzeichnen. Moment. So, leider, genau. Weil, oh Gott, Wortsalat, Moment. Ich muss erstmal sortieren hier. Ich mache jetzt quasi nur die Reste hier platt, weil der große Boss schon weg ist. Ich habe nicht rechtzeitig auf die Aufnahmetaste gedrückt und von daher war es dann komplett im Arsch. Aber egal, das sollte reichen hier, wenn wir jetzt noch die letzten Ausgüsse dieses Kampfes hier mitbekommen. Er war nicht so leicht, der Gegner, der Endboss, aber es war schon noch im machbaren Bereich. Es war ja schließlich und letztendlich nur ein verkappter Wissenschaftler, der hier versucht, hier irgendwas zu produzieren. So, diese ekligen Bubbeldinger sind fast weg. Der Typ nervt mich hier. Chongara kann leider nicht viel ausrichten. Mit Tosh muss ich jetzt mal hier ein bisschen unten aushelfen, glaube ich. Oder? Ah, kriegt das hin hier, komm. Mal schön einen Zauber drauf machen. Genau. Dann klappt es auch diese Runde noch mit dem Tod des Gegners. Dann nur noch der Typ da unten und dann hat sie statt. Dann können wir hoffentlich den Feuerguardian hier befreien. Weil der hier in diesem Reagenzglas gefangen ist. In diesem riesengroßen Reagenzglas. So, was kann Poco noch irgendwas reißen hier? Auf jeden Fall mal den Chungara hier heilen. Nicht, dass der uns jetzt noch kurz vor Schluss hier ins Gras beißt. So, Tosh. Werde ich, glaube ich, nicht brauchen, wenn ich jetzt mit Arc dann zu dem Gegner hinkomme. Dann sollte Arc ihn finishen. So, auf geht's. Bam, oder? Oh, 9 nur. Warum dieses? Ui. Chungara teilt hier auch nicht aus. Vielleicht muss ich doch nochmal mit Tosh draufhauen. Da er der Stärkste in dieser Partie ist. Okay. The Healing. Bum, bum, bum. Das himmlische Licht bricht sich auf uns. So, aber jetzt, komm. Da, 28 Mann. Was hält denn der aus, bitte? Warum ist Arc so schwach? Das gibt's nicht. So, vielleicht sollte ich mal zaubern. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Na gut. Ich glaube aber jetzt. Komm. 37, jawohl. Da ist der hinüber. Und jawohl, bam, 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 hier, jede Menge Medaillen oder was auch immer hier. Passt. Na gut, dann kann es ja jetzt weitergehen. So. What is that thing? I am the Fire Guardian, or I was. They trapped me and found a way to steal my power. Steal your power? Yes, in this laboratory, they research energy, life energy. They caught me and have drained away my energy. This country's rapid development has been made possible by my power, my life. Energy must be used by all, not hoarded by a few. We Guardians gave it freely. There was never a need to steal it. Please help me. Break the tank. Break it
and set me free. Dann werden wir das doch tun. Bam, Alter. Freedom! Thank you. I thank you for saving me and restoring me to the wealth of my fellow guardians. However, I cannot forgive your race for the cycle of destruction they have begun. They not only twisted nature to their liking, but dared to think they are free to use the life force of others as energy. Humanity's thirst for power led them to discover the ultimate power source, Guardians. And still there is no end to their greed and lust for power. It is never enough. Ja, die lieben Menschen. Humans think themselves lords over nature, stealing its energy, but producing nothing of lasting value. It is true that our greed and selfishness have caused so much tragedy. And still, I have been powerless to stop it thus far. Fire Guardian, you say that humankind produced nothing of lasting value, but they do produce one very important thing. They produce offspring with the capacity to love and to feel the pain of others deeply. This boy's tears don't lie. Children can possess the bravery and power to make right the sins of their forefathers. I'd rather entrust the future to the tears of this boy than to any abstract hope or prayer. I did not think I could be sought by such simple words, swayed by such simple words. Very well, I believe your words, that boy's tears, and the bravery it took to get this far. You have earned my trust. Come forth, Raijin. I summon you. Raijin. Raijin will assist you in completing your journey. Take him with you. And this is why you have come to me. Take with you the power of the Firestone. Yeah, da regnet er herab. Zu uns nieder, der Stein des Feuers, receive the Firestone. Please don't lose your purpose in the tears you shed, Ark of Two Will. Ja, geil. Oh, was passiert hier nun? Oh, oh. No, scientist, don't think it's over yet. We'll all go out the same way, with a bang. Oh Gott, oh, er drückt irgendeinen Knopf. Jetzt geht alles dem zugrunde. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Ja. Und rotes Licht. Ja, ein... Attention! Self-destruct has been armed. This is not a drill. The biolaboratory and surrounding facility will be sterilized by explosion in 60 seconds. All personnel evacuate immediately. Have a nice day. Haben Sie einen schönen Tag. Ja. That's not good. Let's get out of here. Genau, rennt mal schön away, Basement Elevator. Zum Fahrstuhl, oh, im Notfall soll man keine Fahrstühle benutzen. Okay, start it up! Wait, look at that! Was ist denn jetzt los? Okay, geh ich nah, ja komm, fahr hoch! You won't escape that easily! Andalas sent us to collect your souls! Mhm, was Andal nicht alles schickt. Then Andal shall be disappointed that you perished trying. You all get out of here and leave these goals to me. You must get out now. Okay, der Ark. Wait, I'm with you, remember? Mein Gott. Jetzt müssen die beiden die aufhalten, oder was? Wäre der einfach hochgefahren mit dem Fahrstuhlmensch? Das wäre doch ganz leichtes Spiel gewesen.
Okay, dann... Oh Gott, jetzt darf ich nur mit den zwei kämpfen. Das ist aber ein bisschen Wahnsinn. Oh, wir haben was Neues. Wir haben einen neuen Gegenstand. Lass mal kurz schauen, was kann ich denn hier entbehren? Level 1 Throw Ability. Ja, das kann ich. Hawk Statue. Silence Protection. Okay, Silence Protection ist aber nicht für nicht für den Dings gut, für den Ark, sondern eher für die gute Kokoro, weil die ja zaubern kann. Und Silence verhindert, dass man zaubern kann. So, dann lass uns mal hier umschauen, was die so aushalten hier. 27, naja. Mittelmaß. Level up! Yeah! Okay, oh! Den Dante's Descent. Oh Gott, Hilfe. 1. Das ist ja leckerlich. 1 ist ja leckerlich. Oh Gott, aber das, was der austeilt, ist schon wieder härter. Oh, 44. Oh Gott, Hilfe. Boah, bist du... Alter. 86. Und tot, Kokoro. Ein Hit. Das ist ja scheiße. Das ist volles Handicap, wenn die so schwach ist. Damn. So ein Shit. Oh je, oh je. Ich glaube, ich werde auch hier mal wieder unterbrechen müssen oder wollen, weil das hier alles zu lang dauern wird. Von daher sage ich jetzt schon mal, wir werden uns gleich wiedersehen oder im nächsten Part. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt hier Ark the Lad. Bis dann. Ciao, ciao.